Leder, 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 das kann doch nicht so schwer sein. Und dann können wir endlich unsere Rüstung top-notch gestalten. Das wird auf jeden Fall ein richtiger, ein großer Schritt in Sachen Tragekapazität. Ja, da hinten, sehr schön. Ach klar, ein Rettet. Sonst suchen wir die so sehr. Sonst suchen wir die so sehr. Aber heute läuft er uns einfach über den Weg, der Gehörnte. Wow, stopp. Eine Sekunde, hier ist irgendwo noch ein Verbrannter. Hey, komm raus, Mann. Da hinten. Ja, der gehört mir. Lass das Leder liegen. Lass bloß das Leder liegen. Okay, nachladen. Leder kassieren. Ich glaube, ich nehme auch das Fleisch mit. Wir haben nämlich nichts mehr. Aber es kann auch gut möglich sein, dass es wieder in meiner Tasche vergammeln wird, was schade ist. Verdammt. Selbst wenn ich mir irgendwann einmal mit jeder Menge Opossum-Badgets die Kühlmodifikation leisten könnte, holen würde, kann ich die leider nicht in Kombination mit der erweiterten Tragekapazität für den Rucksack benutzen, was echt schade ist. Habe ich letztens erst gelesen, an dem Automaten für die Modifikation ist teilweise nicht kombinierbar. Und wenn ich mich jetzt nicht total verrenne, kann ich nicht beide benutzen. Berichtigt mich, wenn das der Fall ist. Aber egal. So, Leder, Leder, Leder. Wir haben jetzt einiges an Leder. Wir haben auch Leder gekauft als Großmenge. Hier jetzt noch irgendwo zufällig ein Tierchen. Und dann würde ich endlich mal Richtung Boomer. Zum Bell Motel. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Hotel und einem Motel? Also, ich habe da schon so eine Idee. Also, das Motel ist vielleicht nur so für eine einzelne Nacht am Highway. So, um eine längere Reise vielleicht zu überbrücken. Und ein Hotel halt, naja, um da ein bisschen länger zu bleiben. Was ist das hier? Oh Gott. Da ist was. Etwas, was Leder haben könnte. Wo bin ich hier? Das müssen wir uns natürlich genauer angucken. Wenn wir schon mal hier sind. Psch, und leise müssen wir sein. Hier brennt was. Einfach mal so. Aber wenn wir weggucken, geht das Licht aus. Seht ihr das? Physikalisch fragwürdig. Oh, ein Grubenhauer. Todd, Todd hier drüben. Noch einer? Ihr habt nicht zufällig Leder in den Taschen, oder? Nein! Aber hier ist noch ein Tier. Ich habe da vorhin eins langkrabbeln gesehen. Wow! Habt ihr Leder? Maulwurfsrattenleder. Wow, was ist denn mit dem Licht hier kaputt? Das ist aber nicht Raytracing. Alles andere als. Da hinten noch mehr Retthirsche. Oh mein Gott. Das gibt's nicht, wirklich. Ich habe mal 40 Minuten Räderhirsch gesucht. 40 Minuten, das war in der letzten Rucksackfolge. Da haben wir es durchgezogen. Hashtag Beutelrattenmilch, falls sich der ein oder andere noch erinnert. Oh, und jetzt an jeder Ecke wieder, an jeder Ecke. Das ist wirklich Videospiellogik. Mann, 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 Mann. Naja, gut. Na gut. Ich will mich nicht beschweren. Alles cool, alles cool. Jetzt noch das schwarze Titan einpacken. Falls welches mit dabei war. Oder Todd? Oh, doppelläufige Schrotflinte, aber da brauchen wir auch nichts mehr sammeln. Ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwelche Bauteile rauskriegen. Flup, 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 flup. Mann, Mann, Mann. Diese Technik. Hey! Diese Technik. Mit der Technik lösen wir Probleme, die wir ohne die Technik gar nicht hätten. Gezeichnet die Menschheit. Wir sind so klug. Ne, ich lasse das mal liegen. Wir haben Red Eggs gerade. Wobei, wir können es ja an ihm verkaufen. Am Bahnhof. Kleinvieh macht auch Kronkorken. Nein, nein, nein. Ich möchte mal heute ein Stückchen länger rumlaufen können ohne Powerrüstung. Aber ich glaube, wir haben alles, ne? Außer das Klebeband natürlich. Fast hätten wir es vergessen. Und jetzt gehen wir hier lang nach oben. Es ist noch nicht mal eingezeichnet.
Das ist echt eine nice kleine Location. Die ist nicht eingezeichnet. Finde ich cool. Finde ich cool. Das macht mir Hoffnung, aber auch gleichzeitig Angst, dass ich hier noch die ein oder andere coole, versteckte Ortschaft entdecken werde, an der wirklich viele vorbeilaufen werden. Aber es macht mir gleichzeitig auch wieder Angst, dass ich viele von den Sachen auch nicht entdecken werde. Wobei, ne, wenn Zeit X ist, dann entdeckt man am Ende immer alles. Und das ist auch gut so. Wir gehen hier lang. Wir sind schon wieder genug abgeschwichen. Wir schweifen ab. Wir sind genug abgeschwiffen. Ich glaube, man versteht, was ich sagen möchte. In der Regel. Alu, haben wir noch hier Alu irgendwo? Ohne Ushanka! Du bist mir sympathisch, mein Freund. Außerdem, die Coolen sitzen immer ganz hinten im Bus, das weiß doch jeder. Er hat's drauf gehabt, er hat's bis zum Ende durchgezogen. Atombomben, ich bleib hier hinten sitzen. So, lässiges Outfit. Ist cool. Ist cool. Wir haben ein wenig Leder. Wir haben ein wenig Fleisch. Er ist immer noch hier. Da soll meiner sein, dass ich lange an den Kisten sowas bleibe. Hat sich ja meiner beschwert gehabt. Ich habe das nur so halb in der Folge drin gelassen. Das war im Orden der Mysterien. Da hatte ein, ich glaube ein, naja, ich sag mal ein osteuropäischer Mitspieler lautstark sein Missfallen ausgedrückt gehabt. Auf nicht allzu nette Art und Weise. Weil ich so lange an Olivias Terminal stand. Der, genau, der Anführerin, der Hüterin. Nee, Hüterin waren ja alle der Chefin des Ordens, der Mysterien. Genau, die. Haben alles zerlegt. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Modifizieren und reparieren. Ich hoffe, wir haben genug Kram dabei, dass wir das jetzt über die Bühne bringen können. TR-Leertaste. Yay! Sie ist wieder repariert. Unser Brustteil. Wir wollen es auch gleich noch weiter ausbauen. Was? Was fehlt denn diesmal? Rüstmeister 3. Rüstmeister 3. Hatten wir nicht, ne? Wir haben Waffenschmied, haben wir. Schade. Das ist natürlich super schade jetzt, dass ich die Sache nicht bauen kann. Aber da wissen wir auf jeden Fall, sobald wir dann irgendwann mal die Schrotflinten durch haben, das ist mir wichtig. Damit können wir effektiv unsere Tragekapazitäten erweitern. Ich hoffe, das gilt jetzt aber nicht für die Ledersachen. Dann mache ich alles wieder fit. Toi, toi, toi. Nein. Nein. Ah, das stand auch beim letzten Mal, aber ich habe mich an das Schloss nicht erinnern können. Ich verwechsel immer den Rüstmeister mit den Waffenschmied. Ja, aber wir haben wieder Leder, ne? Es bleibt verkleidet, hier können wir zumindest die kleinen Taschen ranbauen. Dich können wir noch vernieten. Aber aufpassen! Unten ist nicht immer besser. Habe ich gelesen, mein Guter, habe ich gelesen. 2254 zu 2043. Schadens- und Energieresistenz wird verbessert. Wird auch ein bisschen schwerer, aber ist okay, kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Da kann man nichts machen. Das ist sehr schade. Das gilt wahrscheinlich dann für alle, ne? Ja. Leider ja. Leider ja. Wie gewonnen, so zerronnen. Aber am Ende wird es sich gelohnt haben, dass wir diesen Bauplan hier gekauft haben. Naja, gut. Wie dem auch sei, kann ich mein Leder hier ablegen. Ach, warte mal, stopp. Was ist mit meinen... Warte mal, wo ist mein Leder? Mein Räder. Mein Räderleder. Was ist mit meinem Räderleder? Räderleder. Standardfutter. Können wir behandeltes Futter draus machen? Na, immerhin. Immerhin. Was bringt uns das? Bessere Wahrnehmung und Beweglichkeit. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Kork und ballistische Fasern. So, dies wird die derzeit ausgerüstete Mod und alle Mods, die diese benötigen, zerstören. Ja gut, machen wir. Geil. Das hat was gebracht. Das ist nicht ohne. Das ist schon nicht verkehrt. So, keine Panik. Die können wir beide benutzen, die Kiste. Ablegen. 800. Oh, oh. Da wissen wir, was uns das nächste Mal erwartet. Wenn unser persönlicher Inventar wieder Gefahr läuft, voll zu laufen.
Schön. Schön, schön, schön. Munition wollte er ja nicht abkaufen. Wir haben so viel Kram in den Läden. Ja, müssen wir auch die Läden aussortieren wieder, weil, naja, solange die Sachen in den Läden stehen, können wir sie nicht verkaufen. Was habe ich gesagt? Ich meinte eigentlich, solange die Sachen in den Läden stehen und noch nicht verkauft worden sind, belasten sie immer noch unsere Kapazitäten. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau das. Jetzt war ich schon wieder einen halben Schritt weiter. Aber wie die Maus sei. Kann ich jetzt nicht mehr ablegen, ne? Meine Gefängnislumpen ist voll, verdammt. Okay, egal. Wir machen jetzt erstmal weiter. Haben jetzt hier lange genug wieder Inventarmanagement und Co. betrieben. Wir haben ein bisschen Leder jetzt. Da hinten ist ein Airdrop, den holen wir uns noch schnell. Los geht's, immersiver Third-Person-Modus. Und dann geht's zum Boomer. Ans Haus am Bell Motel. Scheint eine Kette zu sein, wenn sie das mit einer Himmelsrichtung deklarieren müssen. Tipp ich mal jetzt. Warum stehen da diese creepigen Schaufensterpuppen? Ihr seid so creepy, Mann. Ihr seid so creepy. Echt schräg. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle gewesen. Oder? Kann das sein? Wie dem auch sei. Wie dem auch sei, wir machen weiter. Das Haus am Bell Hotel. Wir sind ja gleich um die Ecke. Wir beamen uns zur... Aber wir können uns direkt dahin beamen. Echt? Cool, dann machen wir das auch. Finde ich gut. Was haben wir hier? 1 IP. Ach, das ist hier. Das ist hier gleich um die Ecke. Kann ich mich dahin beamen? Das ist doch so ein Sonderevent. Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass wir das finden. Und dann auch durch Zufall. Wow, der hat einen ganzen Yaoguai-Bären aufgespießt. Krass. Yaoguai am Spieß. Hi, grüße dich. Und da soll mal einer sagen, dieses Spiel hat keine NPCs. Auch wenn ich dich schon in der Beta kennengelernt habe. Wo bist du? Wo ist er? Mache Lärm, um 1A-Bestien anzulocken. Warte mal, ich mach mal kurz das Haus am Bell aus, oder? Ah, ich verpeile es doch wieder, dass die Mission da war. Wo bist du? Ah, okay, alles klar. Wir machen jetzt hier Demi-Demi, oder wie? Wimper, Wepper, Wimper, Wepper, Wimper, Wepper, Wimper, Wepper. Alles klar, dann wollen wir mal. Da wollen wir mal ein paar Biester anlocken. Machen wir das zusammen, würde ich sagen. Wobei du wahrscheinlich meine Hilfe gar nicht bräuchtest. Oh, guck mal. Super Schallgedämpft, sehr schön. Nehmen wir nicht alle weg. Ich will auch jemanden töten. Oh, achso, das Problem ist jetzt natürlich, er hat die Gegner angelockt, ne? Das bedeutet, sehr hochlevelige Gegner werden uns hier gleich erwarten. Oh, guck mal, sehr schön. Faultierfleisch. Warte mal, welches Level hat die Knarre? Kampfgewehr? Na komm schon. Oh, manchmal ist das aber wirklich sehr schade, dass der Server mich jetzt hier nicht drauf zugreifen lässt. Oh Gott, ich bin tot. Wir sind so tot. Die epischste Maulwurfsratte aller Zeiten. Es nähern sich weitere 1A-Bestien. Komm, steck ich einfach mal ein. Gucken wir nachher, was da so Tolles mit möglich wäre. Bin schon wieder so aufgeregt. Hey, Nalu, wie geht's dir? Oh, 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 Alter, war. Oh Mann, das sind ja Bestien, die kenne ich ja noch gar nicht. Und ich bin tot. Ah, lass mich. Schande. Schande. Oh nein, wurde gleich abgebrochen. Ja, ist immer schwierig. Das ist immer doof, finde ich, mit den verschiedenen Instanzen. Sie wurde auch? Oder Roger wurde auch erledigt? Das ist ja mal übel. Wenn selbst Roger erwischt hat. Roger, ich komme. Ich bin da, Roger. Cool. So, was haben denn die Kröten? Bitte, bitte, kein Ding. Red Krötenei. Ah, ja, kann ich gerade nicht
Kann ich gerade mich nicht drum kümmern. Hol deine Beute zurück. R. Sehr schön. Ach, guck mal, da oben kann man also auch stehen. Oh, verdammt, was ist hier los? Alter, was ist das? Was ist das? Die kenne ich nicht. Oh, Alter, wow. Ich hätte vielleicht meine Powerrüstung heute mal anziehen sollen. Ich tingle mal ein bisschen hier um. Der Kopf, wie der einfach mal so rumrollt hier. Weg. Wow. Hättest du noch nicht auf mich? Sie ist abgehauen, ne? Könntest du, oder er. Er, sie, er ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Wer ist noch da? Roger ist noch am Start. Da hinten, Roger. Da war was. Oder wieder ein Kopf, der durch die Gegend rollt. Welle 3 von 4. Es nähert sich eine gefährliche 1A bis hier. Eine? Das sind ein paar mehr. Ach, Schlinger sind das, alles klar. Handschellen brauche ich nicht. So, noch 8 Schuss mit der Alois. Dann wird es ein bisschen enger. Hätte ich doch mal meine Schwarzpulverpistole behalten. Aber naja, so ist das halt immer, ne? Wow. Ah, oh, weg. Wow, ich null Chance im Direkten. Null Sch... Oh! Roger! Muss ein bisschen tingeln hier. Muss ein bisschen tingeln. Oh, die kommen hier auch rum, ne? Nein. Roger, ich spiele den Köder, okay? Und du killst die. Sehr gut gemacht, Roger. Cool. Haben wir alle? Haben wir es geschafft? Ereignis abgeschlossen. Sehr schön. Das ist ja schön. Also ich war zumindest dabei. Ein paar habe ich auch getötet. 5-1A Fleisch, das ist schön. Ja, ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann, ehrlich gesagt. Ich würde das gerne irgendwo zubereiten. Also letztendlich ist es auch ein Wellen-Event einfach. Und ich glaube, das ist auch ziemlich lustig mit den Biestern hier im Wald, aber ist natürlich nicht so geil, wenn man dann jemanden hat, der das Event auslöst, der viermal so hoch im Level ist wie man selber. Okay, meine ich. Lass uns weitermachen. Über zum Bellmotel. Bellmotel. Mein Kram habe ich ja eingesammelt. Ich mache mal die Mission wieder an. Die brauche ich gar nicht. Ist noch an. Bin noch ein bisschen verwirrt. Mann, was war denn das, ey? Krass. So, weiter. Ja, haben wir gemacht. Sehr schön. Das war das große Event, aber ich glaube, das ist eine Eventsammlung, weil irgendwas müssen wir noch sicherlich mit dem auf dem Event-Abbild abgezeichneten Typen zu tun haben. Mit dem Supermutanten, der so ein bisschen reden kann. Der Händler. Oh oh, Level 62. Der braucht ein bisschen mehr. Oh cool, Level 50. Endlich. Was lange währt, wird gut. Nein, nicht die Freilandhaltung. Um Gottes Willen, bitte nicht. Die mache ich gleich aus. Nicht schon wieder. Abbruch bitte. Ja, Quest verlassen bitte. Danke sehr. Das war's schon. 1er Fleisch wird hier nirgendwo weiter aufgeführt. Was ich auch wieder sehr schade finde. Rätsel auch die ganze Zeit. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt 1er Fleisch nicht als grau eingezeichnet wird, nicht als abgeschlossen eingezeichnet wird, weil Kollege Roger das Ding gestartet hat. Aber
Mir ist gerade so, als ob wir auch selber schon mal ein Event gestartet haben, es komplett beendet haben und es trotzdem nicht als grau hinterlegt dann abgelegt wird. Damit man dann quasi so eine kleine Sammlung hätte an Events, die man schon mal absolviert hat. Oh mein Gott. Oh oh, es tut mir so leid. Es tut mir leid, geh weg. Geh weg. Lauf. Oh, die strahlen auch noch so krass. Mann, 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 Mann. Eieieiei. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht so viele. Was war denn das gerade bitte? Wie hoch konnte ich denn bitte gerade springen? Was? Wo liegt denn das bitte? Hier ist irgendwie gerade verminderte Schwerkraft, kann das sein? Mega, okay. Sehr schön. Sehr schön. Hui! Hui! Na, geht doch. Und happy rüber jetzt. Und da sind wir auch schon. Du müsstest eigentlich schon Moos sein. Antwortet nicht. Reparaturanfrage. Boomer, mein Guter. Boomer, wir haben dich gefunden. Eine Sekunde noch. Ich möchte hier noch den Loot hier mitnehmen. Kryptidenjäger Januar. Aber die nicht sogar zufällig auch gerade noch dabei. Ansonsten kann ich es nicht ausschließen, dass wir dich schon gelesen haben. HIJK, nee, haben wir gerade nicht dabei, aber ich lege die auch mal fein säuberlich ab. Deswegen müssen wir mal reingucken zumindest. Müssen wir zumindest mal reingucken. Aber die haben wir doch auch schon gemacht. Die Boomer-Mission dann. Warte mal, eine Sekunde. Januar 2075, seien Sie gegrüßt, Kryptidenjäger. Hinweisen, Berichte. Sheep Scratch, nee, Wohlfühlpulli ist... Haben wir schon gelesen, definitiv. Dann kennen wir auch schon diese Quest. Warum wird die uns schon wieder wird dann vor die Nase gehalten? Trägersprengstoff, ja, ich erinnere mich. Finde ungelenkte Bomben für Boomer. Ja, haben wir schon gemacht. Ja gut, es ist eine tägliche Mission, aber dass die uns wieder so präsent dann einfach aufgezwungen wird. Ich habe sie nicht ausgewählt, deswegen ist es ein bisschen komisch gerade. Naja, wie dem auch sei, ich mache sie jetzt nicht nochmal. Und würde auch sagen, ja... Trotzdem ein schönes Finale bei einer Fallout 76 Folge. Ich stelle mich jetzt hier nochmal ein bisschen stylisch neben den glitschigen, verbrannten Trockenfleisch-Ghoul. Ja, Mensch, meine werten Ödländer, das soll es für heute gewesen sein in Sachen Fallout 76. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wenn dem so ist, lasst mir einen verstrahlten Daumen nach oben da und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen, der Leo. Bis dann, tschüss.